Hallo alle miteinander. Die Herbstsonnenwende, so heißt das jetzt, ne, ist jetzt gerade dabei. Und das heißt für mich, die Projekte für nächstes Jahr möchten geplant werden. Als kleine Vorschau, ich meine, die Projekte, die dann realisiert werden, die nicht auf dem Plan stehen, die werden sowieso wieder die geilsten sein. Kennen wir ja aus der Vergangenheit. Aber ja, ansonsten wäre sowas hier im Plan. Ja, also hier oben die Zombie-Zellen-Generation kennt ihr ja schon. Aber um was es eigentlich geht, sind dann solche Pflanzenlichtlampen zu betreiben, damit wir vielleicht auch zu Weihnachten oder so Erdbeeren frisch ernten können. Ich probiere das jetzt mal nach dieser Aquaponics- oder Hydroponics-Methode. Der René Reinders, von dem wir diesen RE-MF-Charger-Plan haben, der hat sich ja dann nach 2012 eher darauf spezialisiert. Könnt ihr da alles auf seinem YouTube-Kanal mal verfolgen, wie weit er da schon ist. Die Original-Aquaponics-Leute, die nehmen ja Fische unten, die praktisch das Wasser vollkacken, und mit dem vollgekackten Wasser, was Nitrate hat, wird dann hier das auf Ceramis-Basis eingepflanzten Pflanzen angegossen, und dann plappert das bei mir. Jetzt habe ich das mal nach Viktor Schauberger Technik mit so Bergkristallperlen gemacht, ne? Nach jeder siebten Perle soll ja da irgendwas mit dem Wasser passieren, also pulsiert das dann schön hier raus, fällt dann hier in diesen Bottich rein, wo dann die ganz schweren Stoffe nochmal nach unten fallen, und dann kommt ganz sauberes Wasser wieder hier in den Grundbehälter. Ja, das ist ein so ein Ding, was ich auf alle Fälle weiterverfolge, natürlich dann auch ein bisschen größer und mit der dazugehörigen Schaltautomatik natürlich. Hier ist es jetzt so geworden, also mich hat es echt gefreut, in den Dingern sind Platinen eingebaut, die kann man auch mit ein bisschen mehr als 15, 16 Volt betreiben. Also das Relais ist für 24 Volt ausgelegt, habe ich hier gesehen, mal gucken, wie es bei euren Zeitschaltuhren ist. Jedenfalls ganz einfach, die Dinger umzubauen, dass man die mit einem Solarpanel betreiben kann und dass es dann lediglich... Oh, okay, na gut, das muss ich nochmal verlöten, dass es dann lediglich dann schaltet, wenn geschalten werden soll, ne? Dass ihr nicht jedes Mal selber den Schalter an- und ausmachen müsst. Solche großen Zombie-Zellen-Batteriepacks werden von mir jetzt auch demnächst richtig auf Herz und Nieren getestet, werden mit RE-MF-Charger geladen, dann funktioniert das einwandfrei. Und ja, das ist das berühmt-berüchtigte Panel hier, was mein PC, wenn es vollgeladen ist, 8 Stunden lang betreiben kann. Ne? Mit dem Monitor hinten dran, gut, so groß ist der PC nicht, ist ein Intel Atom, hier ein kleiner, aber immerhin zieht das ganze System, ne, der Monitor zieht das meiste, 60 Watt. Und ja, das schafft er hier schon. Ne? Das sind 4 Ampere-Stunden Zellen und 150 Volt insgesamt wird mit dem kleinen Panel hiervon geladen. Ja, die Tests stehen weiterhin an. Und natürlich werden auch die E-Bikes weiter auf Herz und Nieren getestet. Das Zombie-Zellen-E-Bike lädt gerade. Und das normale alte Lithium-Akku-Fahrrad, das wartet, bis die große 100-Ampere-Stunden-Batterie wieder vollgeladen ist. Und dann kann das mittels Sinuswechselrichter und hier meinem umgebauten 5.1 Verstärker, nichts Besonderes, aber die ganzen Bauteile, die drin waren, die konnte man perfekt nehmen, sodass man dann 2x12 Volt Batterien laden kann und 2x bis zu 36 Volt Batterien laden kann. Oder wie ich jetzt zum Beispiel hier mein 28 Volt Pack. Je nach Einstellung dann halt. Und mit solch kleinen Solarpanels lässt sich das Ganze laden und betreiben, sodass man jedes Fahrrad jeden Tag mal für ein paar Kilometer benutzen kann und von A nach B kommt. Die Bedini-Geschichten stehen natürlich weiter auf dem Plan. Und auch hier die Perpetual Motion Holder-Geschichten. Den kennt ihr vielleicht auch noch. Den habe ich auch noch nicht so ganz aufgegeben. Wasserstoff war da drauf, dass es gestartet wird. Tja. Und die Versuche hier, mal gucken, ob die auch irgendwann weitergehen. Drahtlose Energieübertragung zum Laden, ohne dass man irgendwelche Stecker irgendwo reinstecken muss, steht noch an. Ihr seht also, zu tun gibt es mehr oder gäbe es mehr als genug.
was man dafür braucht. Was ich dafür brauche, ist die Zeit und die muss man sich nehmen. Die hat man nicht so einfach. Und einmal im Jahr machen wir so einen kleinen Unter... Ist das Unterstützungs- oder Oberstützungs? Ja, jedenfalls so ein Aufruf, wo ihr die Möglichkeit habt, mir Energien auf die momentan übliche Art und Weise zukommen zu lassen. Und diesmal ja, in einem etwas anderen Rahmen als letztes Jahr, in einem fröhlichen Rahmen. Ich sag mal schon mal von vornherein Danke auch an die bisherigen Energien, die eingegangen sind über das Jahr hinweg. Hat mich sehr gefreut und hat auch sehr viel gebracht, wie ihr gesehen habt. Ist ja schon ein bisschen was entstanden. Ja, so eine Art, ist das alternative GEZ, kann man es mal nennen, ne? Freiwillige alternative GEZ-Abgabe an Segel- und Bob-Kanal. Ja, wer Lust hat, der macht's. Wer nicht, der nicht. Und ich sag mal, danke und bis später.